Ich bin gerade ein paar alte Kommentare durchgegangen und mir ist aufgefallen, dass es noch eine Tonne an Fragen gibt, die ich noch nicht beantwortet habe. Und ich nehme mir jetzt mal die als allererstes vor. Hörbuchrechte zu verkaufen ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie E-Book-Rechte zu verkaufen oder Taschenbuchrechte zu verkaufen. Man braucht ein Exposé, das man an verschiedene Verlage seiner Wahl schickt. Ein Exposé kann zum Beispiel so aussehen. Es gibt im Internet aber auch super viele Anleitungen dafür. Mir ist es wichtig, dass meine Hörbücher zum gleichen Zeitpunkt erscheinen wie meine Taschenbücher und meine E-Books, weshalb man einiges an Vorlaufzeit braucht. Die meisten Hörbuchverlage brauchen das E-Book, was sie dann einlesen können, mindestens ein halbes Jahr vorher. Weshalb ich das eigentlich schon angehe, während ich das Buch noch schreibe oder es gerade fertiggestellt habe. Ich habe mittlerweile das Glück, dass ich eigentlich schon meine Hörbuchverlage quasi habe und meine persönlichen Ansprechpartner, wo ich dann nur hinschreiben muss und sagen muss, hey, ich habe da eine Idee und ich habe da ein Buch und dann schicke ich denen mein Exposé oder meine Idee. Aber an alle Neulinge, versucht's einfach. Ihr wisst ja gar nicht, was passieren wird. Man sollte übrigens Hörbücher nicht unterschätzen. Mittlerweile sind Hörbücher für mich meine zweitgrößte Einnahmequelle. E-Books, Hörbücher und dann Taschenbücher.